Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Torlagels will einfach nur spielen. Ich bin Torlagels und wie ihr seht, wir sind zurück in dem so extrem beliebten Medieval Dynasty. Ja, soll ich sagen? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was sagt denn unser Questlog? Wir haben im Tagebuch die Jagd nach dem Wild. Unigos Geschichte. 1000 Holzstämme. 1000 Holzstämme, ist klar. Lass mich mal gerade einholen. Kann ich die auch mitnehmen? Muss ich jetzt echt 1000 Holzstämme? Das schaffe ich ja nie. Hallo? Ist nicht auch noch einer? Nur um das klarzustellen, das mit den Holzstämmen war ein Scherz, oder? Was meinst du damit? Die Wölfe sind... Gut, du hast mich erwischt. Ich wollte dich veralbern, aber es gibt tatsächlich etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Du musst eine Kuh für mich töten. Richtig. Sie wurde des Hochverrats für schuldig befunden. Sie hat sich bestimmt von diesen Wölfen... mit diesen Wölfen gegen uns verschworen, hm? Ich fürchte, dieses Mal ist es kein Scherz. Wir haben diese Kuh vor ein paar Jahren gekauft. Der Name Marula. Sie hat schon vor einer Weile damit aufgehört, Milch zu geben. Meine Frau besteht darauf, dass wir sie jetzt schlachten, weil das Fleisch bald nicht mehr genießbar sein wird. Aber ich kann das einfach nicht. Sie ist mittlerweile fast zu einem richtigen Familienmitglied geworden. Die Kinder sind zusammen mit ihr aufgewachsen. Wir blicken auf so viele gemeinsame Erinnerungen. Viele gemeinsame Erinnerungen mit einer Kuh? Oh, sei doch nicht so. Du weißt, was ich damit meine. Kannst du sie töten? Mach es nur irgendwo, wo ich es nicht sehen muss. Sicher. Wo ist die Kuh? Guck mal in die andere Richtung und ich mach das weg. Du bist die Kuh? Nein. Wo ist die Kuh? What the? Muku? Ach so, sprich mit Amanda. Wir lesen ganz klar im Vorteil. Entschuldigung. Hallo. Du bist Wolrats Frau, nehme ich an? Das bin ich. Mein Name ist Terazimir. Ich bin Irodans Neffe. Oder ich war es. Das tut mir so leid, Schätzchen. Ich bin deinem Onkel nie begegnet, aber Wolrand und er waren enge Freunde. Womit kann ich dir helfen? Eigentlich bin ich hier, um dir bei deinem Problem zu helfen. Wolrat hat mir von Marula erzählt. Oh, du wirst dieses erwachsene Kleinkind also dabei helfen, sie zu schlachten. Ja. Vielen Dank. Komm zurück, wenn es erledigt ist. Mach das. So, wo ist das Kuh? Kümmere dich um diese Kuhangelegenheit. Ich höre ein Pferd. Kann jetzt nicht 800 Meter von hier sein. Echt jetzt? Euer Ernst? Ich dafür schon wieder ewig laufen soll? Ah, guck mal, Kuh. Hups! Hab ich gut gemacht.
Übrigens. Wie ist es gelaufen? Schau mal da. Ich habe sie getötet. Also, hast du es wirklich getan? Ist es nicht, was du wolltest? Was ich wollte, nein, aber scheinbar musste es wohl so kommen. Wie wäre es denn mit einer Geschichte über die Meute? Aber selbstverständlich doch. Abgemacht ist abgemacht, mein Freund. Bevor ich Jordan und die Meute traf, war ich, man könnte wohl einen Glücksspielkünstler nennen oder einen professionellen Würfelspieler. Es wäre wohl einfacher, mich als bescheidenen Betrüger zu bezeichnen. Ich reiste von Gasthaus zu Gasthaus und dort benutzte ich meine speziellen Würfel, mir durch Schummeln etwas Geld zu verdienen. Mein Vorgehen war dabei recht gut. Aber Jordan durchschaute mich sofort. Seine Augen brannten förmlich ein Loch in meiner Hand, während ich die Würfel austauschte. Als ich es wagte, in seine Richtung zu gucken, lächelte er mich an. Er sagte kein Wort, obwohl er verlor und genau wusste, dass ich betrogen habe. Er bezahlte, schüttelte meine Hand und stand von meinem Tisch auf. Das weckte meine Neugier. Wie noch nie etwas zuvor, also folgte ich ihm. Als ich beobachtete, wie er sich mit der Meute traf, folgte ich der Gruppe. Ich weiß gar nicht, wann ich Sambor aus den Augen verlor, aber plötzlich packte er mich von hinten. Dieser Riese brauchte nur eine Hand, um mich am Hals ein Stück vom Boden zu heben. Drohte, er würde mich töten, sollte er mich auch nur ein einziges Mal wiedersehen. Es müsste eine Heidenangst gemacht haben. Das Klügste wäre gewesen, so schnell wie möglich das weiterzusuchen. Weit weg von diesen Leuten. Aber ich war noch nie klug. Also folgte ich ihnen weiter. Beim nächsten Mal unterstrich Sambor seine Drohung mit ein paar Schlägen. Auf meinem rechten Auge konnte ich 2 Wochen lang nicht sehen. Aber ich gab nicht auf. Das wurde ihm mit der Zeit so lästig, dass sie dazu überging, mich einfach zu ignorieren. Irgendwann störte es sie nicht mehr, dass ich ihnen folgte. Aber dass ich neben ihnen ritt, dann in ihrer Mitte. Also fing ich an, mein Lager bei ihnen aufzuschlagen, mit ihnen zu essen. Irgendwann eines Tages, als ich mit ihnen in eine Schenke ging und mich an ihren Tisch setzte, da schob Jordan mir einen Becher und einen Teller hin, so wie er es für alle anderen auch gemacht hat. Unigost fragte mich nach meinem Namen und damit hatte es sich. Ich war Teil der Familie. Also warst du wie ein streunender Hund, der einfach nicht weggehen wollte. Genau das. Ich weiß, wie dumm das klingt, erbärmlich sogar, aber rückblickend war es die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sicher, sie macht sich von Zeit zu Zeit über mich lustig, behandelt mich am Anfang anders. Ich war der Jüngste. Aber nach einer Weile fühlte ich mich wirklich als einer von ihnen. Und ich wusste, dass sie mich liebten. Oh, so schön. Ich werde nie meinen ersten Einsatz vergessen. Wir brachten eine Gräfin dazu, ihren Landsitz einem Waisenhaus zu überschreiben. Es war großartig. Ich war begeistert, gleichzeitig fühlte ich mich gerecht. Wie ein sehr ehrenhafter Betrüger. Anstelle von Schuld fühlte ich mich, als hätte ich wirklich etwas Wichtiges erreicht. Und ich hatte es gut gemacht. Selbst Jordans rechte Hand fand, dass es so war. Du meinst Unigost. Unigost? Nun, er und Jordan waren ohne Frage wie Brüder, aber ich glaube, allen war klar, dass Kestrel den zweithöchsten Rang in der Gruppe innehatte. Wer ist Kestrel? Sie haben dir nicht von ihm erzählt. Gut, dann werde ich das auch nicht tun. Diese Geschichte muss jemand anders erzählen. Du solltest gehen und mit Unigost darüber reden. Das werde ich. Es war meine große Freude, dich kennenzulernen, Wolrat. Für mich ebenfalls. Jordan hätte dich gemocht, da bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal, Ratatouille. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit Unigost. Oh Gott, jetzt erstmal wieder heim. Und ich lauf. Lauf, lauf, lauf. Die Gabelung rechts auf die andere Flussseite und dann links rum. Die Gabelung links, rechts.
über den Fluss. Ja, und danke für die Hinweise mit dem Breitwegerich. Das Problem ist, den hätt's noch nicht. Den gibt es noch nicht. Der kommt erst im Sommer wieder. Und dann muss ich mir davon massig sammeln und mal auf Seite legen. Goldstoff. Schere. Noch was? Fackel wird warm. Überladen. Halt, Inventar habe ich was zum Essen dabei. Halt. Falsche Taste. Stein. Ablegen. So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ein Steinchen in der Sohle und schon kann ich nicht mehr rennen. Ist klar. Jage einen Wiesent, jage einen Bär. Und die Dynastie ist am Ende. Das eigentlich schon erwähnt, in der Schule habe ich es gehasst vorzulesen. Jetzt das mache ich nur für euch, das wisst ihr. Achso, schon meins. So. So. F. Gib mir mal so ein paar Fleisch. Dann kann ich nämlich was essen. So, damit Fleisch erledigt. Lager. Lager. Transferieren. Einmal das. Einmal. Nee, das kommt eigentlich woanders hin, aber im Moment egal, weil ich brauche keine Pfeile. Ich habe ja noch. Der Weidenkorb kommt da auch mal rein. Pelze und Leder. Habe ich die hier drin oder liegen die hinten? Ich esse sie nicht. Okay, check. Habe ich das Ding gebaut? Okay, hier wird gekocht. Da ist nichts mehr drin. Hier sind die Pelze drin. Sehr schön. F, E, F. Und das auch. Wollstoff kann auch mal rüber. So, was kann die denn? Holzschalen kann man hier herstellen. Das sind ja die Sachen, die ich im Auftrag habe. Genauso wie den Wassereimer und ähnliches. Dann wäre das da. Die Schmiede macht im Moment ja noch relativ wenig Sinn. Was bist du für ein Gebäude? Werkstatt. Dann könnte ich doch eigentlich... kurzer Blick in die Technologie... Nein, das ist es alles nicht. Näherei. Aber bringt mir das jetzt was? Ich könnte Pelzschuhe herstellen. 300. Pelze habe ich ja ohne Ende. Die könnte ich dann auch verkaufen. Einfacher kleiner Rucksack. Ey! Pelzumhang.
Schemata habe ich 400. Leder, Stock und Leinen, Scheinkleister. Pelzumhang, Pelze und Garn. Leinengarn, dafür brauche ich Flachs. Also einmal das. Säckchen ist mir im Moment noch egal. Aber der Pelzumhang, da kann ich, glaube ich, im Moment am meisten Geld machen. Kann ich da die Pelze herstellen? Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Holz. Gebäude, Produktion, Näherei, 8 Holzstämme. Jetzt wird's langsam heavy. Naja, ich bin schwer in Ordnung. I'm heavy in order. Englischlehrer wäre so stolz auf mich. Bauhammer haben wir auch. Das da. Gebäude, Produktion, Näherei. Ist der Eingang rechts? Solo eher, ne? Die Treppe nach hier vorne. Sehr schön. Dann machen wir erstmal das Dach. Geht doch nichts über ein Dach über dem Kopf. Apropos Dach über dem Kopf. Als meine Eltern da waren, mein Vater war spazieren und ich bin festgebackt. Nein, sag das jetzt nicht. War hier spazieren, waren ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr hier und meinte so, hey, guck mal, da bei dir schräg gegenüber ist ein Haus zu verkaufen. Ich so, ja. Okay, dann gucken wir doch mal. Ja, so Papa, das kann ich nicht so ganz alleine kaufen. Dazu fehlt mir so ein bisschen Eigenkapital. Und er so, ja, freilich. Was kostet denn das? So, ja, das ist schon renoviert. Zeig ihm die Bilder. Und ihr wisst ja, Schweiz, ne? Was du hier in der Schweiz für ein Haus bezahlst, freistehendes, ein Familienhaus, kriegst du stellenweise einen halben Straßenzug in Deutschland. Ja, ich wohne auf dem Dorf. Ein ganzes Stück von Zürich und Basel weg, also so mehr im Ruhigen. Ich guck drauf. 1,25 Millionen Franken. Also 1.200.000 Euro für ein Haus. Das ist keine Luxusvilla, das ist so. Wieso habe ich jetzt eigentlich den Grissel hier von der Kamera im Gesicht? Keine Ahnung. 1,25 Millionen für ein Haus. Wer kann sich sowas leisten? Also ich meine, ich muss jetzt anfangen, Lotto zu spielen, habe ich so den Eindruck, aber hey. Das hat echt Aua gemacht. Und es ist schön.
Ist wirklich schön. Hat mir gut gefallen. Aber das Komma ist irgendwie um eine Stelle verrutscht. Ja, da meinte mein Vater ja, wenn ich könnte, würde ich ja, aber ich habe nicht so viel. Das ist so süß. Ach, jetzt echt? Habe ich die Schaufel dabei? Nein, verdammt. Hier noch eins drin? Natürlich nicht. So. Fertig. Näherei. Spinnrad. Was kann man denn hier? Flachshalme zu Leinengarn. Näherei. Flechtwand, Flechtwand. Mach mal Licht, ich sehe nichts. Spinnrad. Wait. Ah, Schneidertisch. So. Was hatten wir denn hier? Aufsteigen? Das werden wohl die Sachen fürs Pferd sein. Wo ich noch keine Ahnung, wo ich es her habe. Herkriegen soll. Rucksäcke, viel wichtiger. Ich brauche Platz. Großer Rucksack, einfacher Rucksack. Leder, Stock, Garn, Pelz. Wow. Und ich habe Tuniken ausgesucht gehabt. Nein, Pelz. Google. Pelz und Leinengarn. Okay. Das heißt also, ich kann die Pelze mal hier rüberholen. Die Pelze hier mal rüberholen. Was brauchte ich jetzt zum Spinnrad? Flachshalme. Flachshalme. Ist das im Wasser? Ist das Flachs gewesen? Ich weiß es nicht. Aber ich muss eh was trinken. Ja, wohl dich. Dann schaue ich doch jetzt mal. Moment, wo könnte es noch drin sein? In der Scheune, ne? Dann wird Flachs angebaut. Ist doch hell genug. Oder habe ich hier schon Flachs drin? Holzschale, Mehl, Roggen. Wieso ist das Mehl hier drin? Das muss doch rüber. Oder?
mache ich jetzt groben Fehler. Also Mehl müsste doch eigentlich in das Nahrungsmittellager. Oder kommen hier nur fertige Nahrungsmittel rein? Und Roggenkorn? Noch zum Dreschboden in der Scheune und Roggen zu Stroh und Roggenkorn verarbeitet. Stroh 81. Auf dem Dreschboden zu Stroh und Roggenkorn verarbeitet werden. Dann machen wir das doch mal. Elfmal. Hau drauf. Ja. Korn, du. Gib's dir. Ich mach dich zu Stroh. Da, nimm dies, du Korn. So, fertig. So. Mahlstein. Hier könnte ich jetzt Mehl aus dem Roggenkorn herstellen. Will ich das? Drehen wir ein bisschen am Rad. Fertig. So, hier ist immer noch Roggenkorn drin. Stroh. Kann ich Stroh zu Gold? Ah ne, war falsches Märchen, ne? Spinnrad geht immer noch nicht, weil Flachs. Flachs. Verwaltung. Acker. Was ist denn Flachs? Werde ich nicht schlau draus. Da werde ich jetzt gerade nicht schlau draus. Aber das Mehl geht jetzt erstmal da rein. Gewinnung. Grabungsschuppen. Was heißt das? Kein Werkzeug. Spitzhacke, Schaufel. Messer ist doch da. Nein, Messer ist auch keins da. Gut. Also Spitzhacke, Schaufel und Spitzhacke brauche ich Steine, einen Holzstamm. Gut, das kann ich alles da hinten aufsammeln. Stöckchen habe ich doch genug. Stein, Stein. So, also eine Spitzhacke. Stinke. Nein, ich stinke doch nicht. Einmal das Messer.
eine Schaufel, zwei Holzstämme, war klar. So, wo ist der Grabungsschuppen? Da hinten, oder? Ja, ist die Jagdhütte. Also hier kommt das eine oder andere Messer rein. Das war's mit Messern. Ne? Kennst du das Lied "Der Weg war umsonst"? So, das ist der Holzfäller. Hier ist auch nichts mehr drin. Das heißt, da muss ich gleich noch eine Axt für machen, weil sonst fängt der Junge an zu heulen. Steinaxt. So, die Steinaxt einmal darüber, fertig. Dann bist du der Grabungsschuppen. Ja, ist er. Der kriegt jetzt eine Schaufel, und die Picke. Dann sollte doch jetzt... Wie, kein Werkzeug? Mach die Augen auf! Sollte das jetzt erledigt sein. Spätestens, wenn sich das aktualisiert. Jagdhütte. Kein Messer. Ich habe da doch das Messer reingelegt. Gut. Dann schauen wir mal, was draus wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und wer noch nicht hat, ein Abo für den Kanal. Das Ziel von 1000 ist noch weit weg, aber nur so können wir das schaffen. Und ja, wenn ihr könnt, kurzen Comment für den YouTube-Algorithmus hinterlassen, weil so werden die Videos weiter vorgeschlagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Torlagels. Ciao.